Hi, ich zeige euch, was ein Akupressurpunkt leisten kann. Das ist ein regulatives Geschehen. Also die Frage ist immer, kann ein Punkt alles? Mit Sicherheit haben wir Meisterpunkte und die können in der Regel richtig regulieren. Man muss es nur regelmäßig mal durchführen. Also wir haben hier mal eingezeichnet einen Kreislaufpunkt. Das ist der Kreislaufmeridian, den sieht man jetzt die Demografie. Dass der Meridian und dass man die Linie darstellen kann. Und das ist der Kreislauf 6-Punkt. Den kann ich jetzt mit der Hand so massieren, so im Zangengriff, den Zeigefinger darunter und dann kann man den selber so massieren. Und der Punkt, den muss man selber so mal ein bisschen ergründen, da wo er am meisten ausstrahlt oder wehtut, das ist der Punkt. 10, 20 Sekunden so massieren. Auf der anderen Seite auch. Wir zeigen das aber jetzt nur mal so. Das ist ein Herzpunkt. Das ist auch ein Meisterpunkt. Da kann man den Blutdruck regulieren. Was zu niedrig ist, wird höher. Was zu hoch ist, kann niedriger werden. Kann. Das heißt, da gibt es ja noch andere Probleme, wenn jemand ein Herzproblem hat. Aber das ist eine unterstützende Maßnahme und das kann man auch vorbeugend machen. Das kann man machen, auch wenn man zu hohen Blutdruck hat oder zu niedrigen Blutdruck hat. Der reguliert auch wieder Zangenpunkt so drauf und so massieren. Und dann sucht man sich den Punkt. Wir haben ja einen Unterschied. Da ist er. Ich spüre das jetzt. Da ist er. Und der strahlt auch aus. Der strahlt in der Regel so aus und dahin aus. Also die Punkte, die Akupressurpunkte oder die Nadelungspunkte. Man muss nicht nadeln, man kann sich selber sehr gut helfen, kann anderen Menschen helfen, indem man einen Meisterpunkt drückt. Und die wiederholen sich natürlich auch. Nur, wo bemerkt, wir haben 360, 65 Punkte. Es gibt noch außerhalb der Meridiane Punkte. Es gibt aber auch die linke und die rechte Seite. Aber wir liegen weit über 600 Punkte insgesamt. Genau weiß das keiner so richtig. Man könnte die alle abzählen, aber es gibt Meisterpunkte, Quellpunkte, Sedierungspunkte, Anregungspunkte. Und die wichtigsten Punkte sind die Meisterpunkte. Die habe ich jetzt mal erklärt. 10 Sekunden, 20 Sekunden drücken. Und da, wo es am meisten empfindlich ist, da liegen die auch. Also, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns, bleibt auf unserem Kanal und wir freuen uns. Wir sehen uns wieder. Tschüss.